Albernheiten aber, müßiges und zum Gelächter reizendes Geschwätz, verbannen und verbieten wir für immer und überall. Wir gestatten nicht, dass der Jünger zu solchem Gerede den Mund öffne. Die Regula Benedicti, Kapitel 48. Die Ordnung für Handarbeit und Lesung. Müßiggang ist der Seele Feind. Deshalb sollen die Brüder zu bestimmten Zeiten mit Handarbeit, zu bestimmten Stunden mit heiliger Lesung beschäftigt sein. Und so meinen wir, durch folgende Verfügung die Zeit für beides ordnen zu können. Von Ostern bis zum 1. Oktober verrichten sie morgens nach der Prim bis ungefähr zur 4. Stunde die notwendigen Arbeiten. Von der 4. Stunde aber bis zur 6. sollen sie frei sein für die Lesung. Nach der 6. und der Mahlzeit sollen sie unter völligem Schweigen auf ihren Betten ruhen. Will aber einer für sich lesen, dann lese er so, dass er keinen anderen stört. Die Nonnen werde früher gehalten, zur Mitte der 8. Stunde. Dann gehen sie bis zur Vesper wieder an die Arbeit. Kranken oder empfindlichen Brüdern werde eine passende Beschäftigung oder ein geeignetes Handwerk zugewiesen. Sie sollen nicht müßig sein, aber auch nicht durch allzu große Last der Arbeit erdrückt oder sogar fortgetrieben werden. Der Abt muss auf ihre Schwäche Rücksicht nehmen. Die Regula Benedicti, Kapitel 48. Die Ordnung für Handarbeit und Lesung. Müßiggang ist der Seele Feind. Deshalb sollen die Brüder zu bestimmten Zeiten mit Handarbeit, zu bestimmten Stunden mit heiliger Lesung beschäftigt sein. Und so meinen wir, durch folgende Verfügung die Zeit für beides ordnen zu können. Von Ostern bis zum 1. Oktober verrichten sie morgens nach der Prim bis ungefähr zur 4. Stunde die notwendigen Arbeiten. Von der 4. Stunde aber bis zur 6. sollen sie frei sein für die Lesung. Nach der 6. und der Mahlzeit sollen sie unter völligem Schweigen auf ihren Betten ruhen. Will aber einer für sich lesen, dann lese er so, dass er keinen anderen stört. Die Nonnen werde früher gehalten, zur Mitte der 8. Stunde. Ich hole mir mal ein bisschen Nachschlag. Also, wo ist denn der Koch? Wo hat er seinen Zettel? Ich möchte hier was eintragen. Ah, da wär's doch. Bestimmt, wenn wir schon hier sind, könnte ich ja nach der rausgerissenen Buchseite schauen. Das sieht aber nicht so aus, als wäre die hier. Und Schlösser knacken kann ich nicht. Oh Gott, wenn eine Buchseite... Ah, das wäre schlecht. Ich brauche einen Dietrich. Ich muss Essen finden. Und das dann dem Dingens verkaufen, damit ich an den Dietrich komme. Wenn es in einer Truhe ist, habe ich ein Problem. Ich hoffe, es gibt hier noch Essen. Okay, Radieschen haben wir. Das ist ein Anfang. Da ist nix, das habe ich alles mitgenommen. Brot, sehr gut. Okay, ein Stück Brot. Da ist nix. Nix. Ich könnte einfach gehen. Die Musik gleich. Ich verschwinde noch nicht. Ich brauche hier was. Da habe ich schon alles mitgenommen. Klosterschlüssel. Dankeschön. Da ist nichts, aber da ist Käse. Das sehe ich doch. Okay, schnell zurück, bevor die Verdacht schöpfen. Dann schauen wir mal nach der Buchseite. Ah, Lukas. Ich bin Gregor, ein Novize. Ich sah dich bei der Zeremonie. Ich weiß, du warst schwer zu übersehen. Und du bist?
Novize Lukas. Sei mir nicht böse, aber ich möchte nicht mit dir sprechen. Allein fühle ich mich am wohlsten. Frech. Ich wüsste gerne mehr über die anderen Novizen. Ich weiß nicht viel, aber frag ruhig. Was kannst du mir über Konstantin sagen? Nicht viel. Kenne ihn nicht. Im Grunde weiß ich fast nichts über ihn. Außer, dass er es mit Regeln nicht so genau nimmt. Du weißt wirklich gar nichts über die anderen? Trotzdem danke. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Mir war bisher einfach nie danach, jemanden kennenzulernen. Ich wüsste gerne mehr über die anderen Novizen. Weißt du etwas über Joachim? Nein, er mag mich nicht, aber er versteht sich sehr gut mit den Zirkatoren. Das ist alles. Erzähl mir von Antonius. Würde ich gern, aber da gibt es nichts zu sagen. Ich habe noch nie mit ihm gesprochen oder nach ihm gefragt. Ja, wir fragen ihn gleich nochmal. Ich will mich noch da hinsetzen gegenüber. Das ist besser. Oh, kann ich nicht. Gleich bedrohlich. Würdest du mir etwas über dich erzählen? Es gibt nichts zu erzählen. Ich meine, woher du kommst und welches Leben du vor dem Kloster hattest. Ich bin Novize und mein Name ist jetzt Lukas. Das ist alles, was zählt. Komm schon. Gibt es wirklich nichts, das du mir sagen kannst? Doch, schon, aber ich will nicht. Tut mir leid, ich will mich auf die Arbeit und das Gebet konzentrieren, statt auf den, der ich einst war. Was war, ist unwichtig. Wir legen unsere Vergangenheit ab, sobald wir durch die Klosterpforte treten und unseren Eid ablegen. Vergiss das nie. Warte, ich kann mir das auf die Spitze treiben. Okay, ich kann so nicht mit Lukas reden. Und so. Okay, ich muss in die Werkstatt, aber vorher kann ich noch... Würdest du mir etwas über... Ich meine, woher du kommst und welches Leben du vor... Ich bin Novize und mein Name... Es ist so, dass ich hier nach jemandem suche. Du suchst nach jemandem? Aber du bist doch Novize, oder? Bin ich. Jedenfalls so lange, bis ich den Mann gefunden habe. Und warum suchst du in einem Kloster? Du weißt doch, dass weltliche Gesetze hier nicht gelten. Hier herrscht nur göttliches Recht. Das Gesetz der Kirche. Ich suche einen Schurken, der sich hier im Kloster versteckt hält. Er war am Überfall auf Neuhof beteiligt und hat viele Leben auf dem Gewissen. Verstehe. Ich habe davon gehört. Aber warum erzählst du mir das alles? Weil du mir helfen könntest. Es muss einer der anderen Novizen sein. Das kann nicht sein. Hast du es dem Prior gesagt? Was wirst du mit dem Mann tun, wenn du ihn findest? Erst reden und dann weitersehen. Ich werde ihn töten. Das weiß ich noch nicht. Erst reden, dann weitersehen. Hast du eine Idee, welcher der Novizen der Betrüger sein könnte, den ich suche? Nein, und ich will nicht darüber nachdenken. Ich wünschte, du hättest mir nichts gesagt. Ich werde nicht mehr ruhig schlafen. Ups. Ich hörte das... Nun, dass du dich gern mit Männern abgibst, ist da etwas dran? Was? Woher weißt du das? Ich las es im Buch des Abtes. Was? Aber das liegt in seiner Kammer unter Verschluss. Er würde es nie jemandem geben. Bist du etwa eingebrochen? Wozu? Damit du etwas gegen mich in der Hand hast? Ich habe etwas anderes gesucht und bin dabei über deine Geschichte gestolpert. Was auch immer du gesucht hast, du hast da eine Grenze überschritten. Aber keine Sorge, ich sage es niemandem, wenn du mir dasselbe versprichst. Nenn mich Sodomit, Sünder, Monster oder Höllenbrut. Aber sag mir eins, Gregor. Kann ich etwas für das, was ich bin? Ich sage dir, es ist meine Prüfung. Eine furchtbarere kannst du dir nicht vorstellen. Der Teufel hat dich in die Irre geleitet. Ich werfe dir nichts vor, Bruder. Du bist, wer du bist. Genauso wie ich bin, der ich bin. Gottes Zorn auf der Erde. Ich verstehe dich. Das war alles interessant zu lesen, aber ich urteile nicht über dich.
Du bist, wer du bist. Man sollte sich stets treu sein. Gut, dass du nicht wie die anderen bist. Danke, dass du nicht schlecht über mich denkst. Ich schwöre, dass ich nie mit einem anderen Mann gelegen und gesündigt habe. Als mir mein Vater eine Frau suchen wollte, sagte ich ihm die Wahrheit und er schickte mich her. Gewissermaßen war ich froh darüber. Meine Schuldgefühle zerfraßen mich. Und ich wusste, im Kloster würde ich Frieden finden. Gott sieht, dass meine Seele rein ist. Es gibt da etwas, das du wissen solltest. Ein Geheimnis. Ich suche hier im Kloster nach jemandem. Du suchst nach jemandem? Aber du bin ich. Jedenfalls. Und warum so? Ich suche ein... Verstehe. Weil du mir helfst. Das kennen wir schon. Das weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Es wird nicht leicht, den Halunken aus der Sicherheit der Klostermauern zu zerren. Es sei denn, der Abt gibt dir seinen Segen. Ich glaub's immer noch nicht. Hast du eine Idee, welcher der Novizen der Betrüger sein könnte, den ich suche? Nein. Und ich... Ich glaube, du bist Pius. Nee, wen würdest du zum Abt wählen? Wen würdest du zum Abt wählen, wenn du könntest? Aber ich kann nicht. Warum sollte ich mir also den Kopf darüber zerbrechen? Frag Antonius. Er spricht oft davon und hat bestimmt eine Meinung. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass er Pius ist. Ich muss unbedingt in die Kammer vom, Dingenskirchen. Konstantin. Was bedrückt dich? Ich würde immer noch gern mehr über dein Versteck erfahren. Ist keine große Sache. Hin und wieder lese ich während der Messe. Sonst bleibt dafür keine Zeit, jedenfalls nicht für Bücher, die ich mag. Und das Versteck habe ich nur, damit niemand mein Buch findet. Das habe ich, glaube ich, vergessen, wo das Buch ist. Ziemlich egal. Ich glaube, ich habe vergessen, wo das Buch ist. Oh Gott. Wegen des magischen Tranks aus dem verbotenen Buch. Was willst du damit anstellen? Weiß ich noch nicht. Eines Tages braue ich ihn und probiere ihn aus. Würdest du mir die Rezeptur verraten? Natürlich, ohne dich hätte ich sie schließlich nicht. Hör zu. Altweibersalbe, welche von Hexen am Sabbat wird gebraucht, um ihre Seelen zum Teufel zu jagen. Bereite Öl und je eine Handvoll Ringelblumen, Tollkirschen und Einbeeren vor. Koche die Einbeeren für einen Sanduhrdurchlauf. Gib die gemahlenen Ringelblumen hinzu und koche den Kesselinhalt für einen weiteren Durchlauf. Dann gib die gemahlenen Tollkirschen für noch einen Durchlauf hinzu. Das klingt höchst giftig. Ist es bestimmt auch. Aber ich will wissen, wie es wirkt. Okay, ich habe alles wieder vergessen. Zum Glück habe ich die Aufnahme. Ich glaube, der Bären. Nee, was hätte von anderen Novizen? Wegen des magischen Tranks aus dem verbotenen Buch. Wechseln wir das Thema. Ja, das Buch? Wir haben das eigentlich schon abgegeben. Wegen des magischen... Konstantin, das ist keine gute Idee. Vielleicht nicht, vielleicht schon. Ich will das ausprobieren. Nicht unbedingt jetzt, aber irgendwann. Wechseln wir das Thema. Okay. Ich wüsste gerne, was du über die anderen Novizen denkst. Hier laut fragen. Was kannst du mir über Lukas sagen? Das ist so eine knifflige Sache. Niemand weiß etwas über ihn. Ich habe oft versucht, mit ihm zu reden, aber er ziert sich vor mir wie eine Jungfrau in ihrer Hochzeitsnacht. Okay. Das wäre alles. Danke. Gut, der sind alle noch. Ich glaube, wir müssen... Los, Alltag, es ist kurz vor 8. Wo ist denn 8 Uhr? Arbeit in der Werkstatt. Okay, wir müssen gleich in die Werkstatt. Vielleicht können wir ja den Trank brauen. Konstantin. Antonius, mit dem haben wir schon geredet, oder? Was möchtest du? Ja, den kennen wir schon. Was sollte ich nochmal besorgen? Herr im Himmel, sitzt auf deinem Hals ein Kopf oder ein löchriger Käse? Die Käse. Klosterschlüssel und Blut. Die Schlüssel sind das Wichtigste. Oder zumindest ein paar Dietriche. Schlüssel habe ich gefunden. Blut aber noch nicht.
Ich wüsste gerne, was du über die anderen Novizen denkst. Was kannst du mir über Konstantin sagen? Es gibt keinen, der weniger für das Klosterleben geeignet ist. Du kennst den jungen Herrn Carpon nicht. Ich habe ein paar Dinge gehört. Konstantin muss wie er gewesen sein. Prügeln, saufen und Unzucht treiben. Doch dann landete er hier. Weshalb ist er im Kloster? Das weiß niemand. Vielleicht versteckt er sich vor etwas. Vielleicht wurde er bestraft. Denkst du, er hat ein Geheimnis? Haben wir das nicht alle? Aber im Gegensatz zu den anderen schweigt er wie ein Grab über sein Leben vor dem Kloster. Mehr wollte ich nicht über ihn wissen. Danke. Was ist mit Joachim? Stell dich gut mit ihm. Wenn du dir Feindseligkeiten ihm gegenüber anmerken lässt, macht er dir das Leben zur Hölle. Er ist ein schleimiger Pedant, der dich sofort bei den Höherrangigen verpetzen würde. Ich schätze, sobald er sein Noviziat beendet hat, will er zumindest zum Cirkator aufsteigen, damit der andere herumkommandieren kann. Was weißt du über Lukas? Schwer, etwas über ihn zu sagen. Wir wissen kaum etwas über ihn, weil er mit niemandem spricht. Er arbeitet, isst, schläft und sonst nichts. Es hat den Anschein, als wolle er es so schnell es geht hinter sich bringen. Mit es meine ich sein Leben. Das ist alles. Danke. So, dann suchen wir mal Joachim. Der ist aber nicht da. Ah, da haben wir den Kellerer noch. Das ist Mönch, 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 Mönch. Überall Mönche, Bruder, Kellerer. Ja, dich brauche ich. Unterhalten wir uns. Ja. Kannst du etwas beschaffen, das eher ungewöhnlich ist? Nun, was genau brauchst du denn? Ich brauche Wein, ich brauche Dietriche. Ich brauche Dietriche. Dietriche? Und was willst du mit denen anstellen? Essen. Ich möchte das Öffnen von Schlössern üben. Nur aus Spaß. Nun, warum nicht? Du hast gehört, dass ich früher ein Dieb war, oder? Das alles habe ich hinter mir gelassen, als ich den Eid schwor. Aber ich habe noch ein paar Dietriche. Ich tausche sie gegen Essen. Bring mir etwas und du bekommst deine Dietriche. Guter Handel, oder? Jo. Dann verkauf mir doch mal ein bisschen Essen. Ich habe hier Brot. Ich habe Käse. Ich habe 7 Radieschen. Das wird nicht reichen. Boah, ist das teuer. Das kriege ich nicht mal im falschen. Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir's. Ja, da kann ich nicht. Ich kann nur 0. Sind wir uns einig? Willst du mich vergackeiern? Ich kann auf 12 runter. Ich brauch Essen. Ich muss in der Nacht wohl raus und ein bisschen klauen. Und zwar richtig viel. Die Werkstatt, die ist da. Hier sind auch sehr viele Leute. Das könnte, oh Gott, noch mehr Bücher. Habe ich die alle gelesen? Erstmal Nevlas. Gelobt sei Jesus Christus. Oh, hier ist das Buch. Hier ist das Buch, das du wolltest. Das ist es tatsächlich. Nun kann ich dem Abt endlich sein Heilmittel zubereiten. Das Buch bringe ich dem Bibliothekar zurück und tu so, als hätte ich es herumliegen sehen. Dann schlägt die Sache keine hohen Wellen. Schließlich möchte er nicht, dass jemand denkt, er hätte seine Pflichten vernachlässigt. Es wird ihn verrückt machen. Habe ich das Buch liegen lassen oder nicht? Kann ich mich irgendwie erkenntlich zeigen? Ja, wie komme ich als Novize aus dem Kloster? Nee, das weiß ich schon. Ich wüsste gern mehr über einige andere Novizen. Ich würde gern mehr über einige der anderen Novizen erfahren. Welch seltsamer Wunsch. Die einzigen, die alles über die Novizen wissen, sind der Abt und der Prior.
Im Buch des Abtes stehen Berichte zu jedem Klosterbewohner. Aber es befindet sich im Studierzimmer des Priors unter Verschluss. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Ich muss dir danken. Und wegen des Buches. Lass dir ja nicht einfallen, es zu stehlen. Natürlich nicht. Ich hab's aus Versehen schon geklaut. Hier bin ich. Ausgezeichnet. Ich habe dich bereits erwartet. Dort ist das Alchemielabor. Die Zutaten findest du in der Truhe daneben. Bereite zwei Ringelblumenabgüsse vor. Sobald du fertig bist, findest du mich irgendwo in der Nähe. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, damit ich deine Arbeit prüfen kann. Easy. Das machen wir doch. Wupp. Karl der Vierte. Ich glaube, das habe ich gelesen. Genau, Gründung der Universität in Prag. Ich glaube, das habe ich wirklich gelesen. Schöner goldener Kelch. Es regnet die ganze Zeit draußen. Gut, dass ich nicht draußen bin. Dann bereiten wir mal Tränke zu. Zwei Stück. Ringeblumen. Habe ich eigentlich das neue Rezept? Gegenmittel. Schützentrunk. Trank des Verderbens. Biovis. Hahnenschrei. Wetterschnaps. Regenblumen. So, ich hoffe, ich kann das auch jetzt so noch einmal lesen. Ja, perfekt. Noch einer. Gut, das wird das automatisch machen können. So, gibt es noch einen anderen Trank? Elixier des Aesop. Salbe. Liebestrank. Hasstrank. Trank des Nachtfalken, Puppenmacher. Wenn ich das habe für den Nachtfalken, dann schaue ich da nachher rein. Es war nur Gift. Warte, ich gehe nochmal zum Nachtfalken. Ja genau. Kann ich nicht. Mir fehlen die Pilze. Und danke für den Raid, Buffback. Vielen Dank. Konservierungsmittel, Wasser der Lethe, Schlaftrunk, Stauchdiebentrunk, Bockbluttrank. Kurzarmigkeit, nee, das brauche ich nicht. Aqua Vitalis auch nicht. Flugsalbe, haben wir nix. Okay, dann muss ich wirklich in der... Obwohl, das ist doch der. Das ist doch Flugsalbe. Tollkirsche, Einbeere, Ringelblume. Öl, das ist das. Eine Altweibersalbe, die Hexen an deren Sabbat. Ich bräuchte die Sachen dort. Ich müsste also in der Nacht nicht nur Sachen klauen. Ich könnte in der Nacht kurz das Kloster verlassen. Ich habe den Schlüssel. Ich besorge mir Dietriche. Aber wozu brauche ich die Dietriche dann? Neblas? Ah, Gregor, reden wir. Ich habe alles erledigt. Zeig mir, was du gebraut hast. Ausgezeichnet, Gregor. Du hast Talent. Schon bald wirst du die anderen Novizen unterrichten. Ja, kein Problem. Dann würde ich... Okay, da ist kein Buch, sehr gut. Ich lese gerne, aber es sind echt viele Bücher in letzter Zeit gewesen. Marathon Teil 3. Stimmt, das hätte ich gerne. Ja. Prokop haben wir gelesen. Ich glaube, das haben wir gelesen. Wenn ich das in der... Da, genau, Prokop habe ich. Das heißt, hier habe ich die Bücher durchgelesen. Okay, gut. Mit dem Buch drüben würde das zusammenpassen. Ich meine, wo sollte ich die anderen sonst gelesen haben? Der heilige Wenzel. Glaube ich. Ey, gerne. Wünsche dir viel Spaß bei Kingdom Come. Ein schönes Spiel. Gab's bei mir eben auch. Und ich schaue dir jetzt noch etwas zu aus dem Lurk. Dankeschön. Und ja, Kingdom Come ist... Es sieht auch echt schön aus. Es ist ein schönes Spiel. Ich mag's sehr. Und allein schon, wenn man hier rausschaut, mit dem Licht, wie es so durchfällt. Mit den Fenstern, die so schön gemacht wurden. Wie schön uneben. Es ist schön. Ich mag's. Dankeschön und viel Spaß. So, ich habe die Tränke gemacht. Dann
Warte, ich muss erst mal schauen. Ich brauche Licht. Geständnis Klosteralltag. Es ist gerade... Genau, wir waren gerade in der Werkstatt. Wir haben bis 12 Uhr Zeit. 3 Stunden. Okay, das nicht. Die haben wir, glaube ich, schon alle gefunden. Wir gehen mal kurz woanders hin. Wir waren in der Werkstatt. Wir haben unsere Aufgabe gemacht. Genau das mit dem Licht habe ich eben am Ende vom Stream auch gesagt, als die Sonnenstrahlen so schön durch die Bäume schienen. Es ist der Wahnsinn. Und wie könnte man das auch nicht erwähnen? Oh, ein alter Kamin. Nee, ich glaube, hier geht es noch runter zum Keller. Vielleicht finde ich noch mehr Essen. Ich höre die ganze Zeit Köter, wie er draußen rumbellt, also jault. Der Arme. Er kann aber nicht rein. Ja, ich habe keinen Dietrich und ich glaube, hier unten ist auch nichts. Ah, Radieschen, die nehme ich gerne mit. Das reicht aber nicht. Gut, da ist niemand. Stehlen. Und eine Forelle, die ist gut viel wert. Die ist viel wert. Okay, okay, okay. Was haben wir hier noch? Einen alten Löffel, den können wir auch mitnehmen. Mhm. Wenn ich da mit jemandem würfeln könnte, das wäre super. Aber ich habe meine Würfel nicht dabei. Ich könnte mal rausschauen. Ah, Pilze. Pilze. Versuche ich erst gar nicht. Ja, klar. Ich bin hier unrechtmäßig, aber das macht mir nichts. Wir haben den Schlüssel. Schauen wir mal. Oh. Köter, komm mit. Köter. Ah, endlich. Das war ich. Ich dachte schon. Ach, Köter. Ach, Mann. Bleib da. Ein guter Hund bist du. So ist's recht. So, den schicken wir mal zur Mühle. Zurück zur Mühle. Heim. So, dann ruft er nicht die ganze Zeit nach mir. Der soll ja nicht hier warten. So, dann weg hier. Wir brauchen noch mehr Essen. Die Forellen waren gut, aber ich brauche mehr. Wir können mal oben schauen. Ich glaube, da ist niemand. Vielleicht ist der Prior auch nicht in sein Zimmer. Das wäre super. Nee, da finden wir auch keine. Auch noch die Buchseiten. Aber ich glaube, die finde ich nicht. Oh. Ein Dolch verziert für rituelle Zwecke. Ich kann mir die Dietriche kaufen, einfach so. Ich könnte jemanden ermorden. Finde heraus, wen er was im Geheimversteck gehört. Oh, geschafft. Sehr gut. Das war eine schnelle Quest. Wem gehört das jetzt? Erledigt. Weltliche Güter. Wo habe ich die? Da. Ich habe im Kloster ein interessantes Geheimversteck gefunden, entdeckt. Das Geheimversteck, welches ich unter einer Steinplatte der Kirchenempore entdeckt habe, gehört dem Novizen Konstantin. Er hat es sogar zugegeben, behauptet aber, bloß Erinnerung an sein früheres Leben aufzubewahren. Das Geld hat er angeblich seiner Familie entwendet, da sie ihn gezwungen hat, die Mönchskutte anzulegen. Okay.
Hellera, dich baue ich. Gelobt sei Jesus Christus. Das auch. Ich brauche Schlüssel. Erzähl mir von deiner Vergangenheit. Ich möchte dich was fragen. Können wir mal machen. Bruder, ich würde dich gern um einen Gefallen bitten. Ich glaube, du bist der richtige Mann dafür. Oder warst es, bevor du hierher kamst. Verstehe. Ich nehme an, du willst etwas Ungehöriges. Ja. Ich brauche unbedingt die Schlüssel zum Kloster. Das wird nicht leicht, das sage ich dir gleich. Der Prior trägt sie immer bei sich. Daher frage ich mich, wie ich dir dabei helfen soll. Kannst du sie ihm abnehmen? Den Prior bestehlen? Du machst wohl Witze. Ich bezahle dich natürlich dafür. Was könntest du mir schon zahlen? Ich habe dem Diebesgeschäft abgeschworen. Du müsstest mir schon eine Menge Groschen anbieten. Würde ich nicht machen, weil ich gehe sowieso zum Prior. Wie viel willst du denn? So einiges. Das ist keine Kleinigkeit, Bruder. So viel? Und wo soll ich das herbekommen? Wir sind hier schließlich in einem Kloster. Meine Rede. Aber keine Groschen, kein Diebstahl. Und bitte mich lieber nicht noch einmal um so einen Gefallen. Ich habe dein Geld. Oh. Nee, ich will das ja nicht bezahlen. Ich habe dein Geld. Beim heiligen Prokop, woher hast du so viel Geld? Aber versprochen ist versprochen. Gib es mir und ich besorge dir die Schlüssel. Ich muss darüber nachdenken. Wie du willst. Du weißt, wo du mich findest. Ich gehe sowieso zum Prior, deswegen, das macht ja nichts. Unterhalten wir uns. Ich möchte was anderes. Für einen Mönch hast du interessante Fähigkeiten. Würdest du mir von deiner Vergangenheit erzählen? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Wir alle waren einmal jung und dumm. Ich studierte damals in Prag, war bankrott, lebte von der Hand in den Mund und lernte den lieben langen Tag. Also wurdest du zum Dieb? Ich sorgte dafür, dass ich über die Runden kam. Hier eine Gans, da ein paar neue Schuhe, dort ein paar Groschen. Hätte ich damals nicht gestohlen, hätte ich mein Studium nicht beenden können. Ich wäre zum Bettler geworden. Wer außer mir kann schon von sich sagen, Gott nur deshalb dienen zu können, weil er früher ein Dieb war? Niemand, Bruder. Danke, dass du mir das anvertraut hast. Ich möchte dich etwas über das Kloster fragen. Wen wünschst du dir als neuen Abt? Johann, ganz klar. Im Vergleich zu ihm ist Nevlas jung und unerfahren. Johann verfügt über die Weisheit des Alters und den Respekt, den Nevlas sich erst verdienen muss. Ja, dann gib ihm doch die Chance. Egal, wir wollen handeln. So, ich möchte gerne ein paar Sachen verkaufen. Und zwar das Brot. Die Forellen, die brauche ich nicht. Die guten Käse, die Radieschen, die verschimmeln nur bei mir. So, ich habe sowieso ganz viel Geld. Ich könnte mal 4 Dietriche kaufen. Dann schauen wir mal. Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir's. So, 58. Weil du es bist. Das ist zu wenig. Dann wird das jetzt ein bisschen besser. Da schlag ich zu. Perfekt. Ja, Fackelleinstoff nicht schlecht. Das nehmen wir mit. Lag da was oben drauf? Nee. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis 12 Uhr ist. Was mache ich überhaupt um 12? Ich glaube, dann muss ich zur Bibliothek. Ja. Ja, das ist egal. Dass der hier ist, wusste ich aber nicht. Also, dass der seine Runden macht. Ah, Buchseite. Ich wusste es, dass die da drin sind. Ich brauche noch 7 weitere. Wow. Hm.
Die verschimmeln nicht, die nehmen wir mit. Es regnet immer noch draußen. Setzen, speichern. Alles mit. Noch mehr Essen. Wenn man mal Dietriche hat, dann bekommt man ganz viel. Gerade haben wir noch die Chance, während die alle arbeiten müssen. Ich hoffe, es drehen nicht andere... Ich hoffe nicht, dass die Zirkator nicht hier umherwandern. Obwohl sie ja das dürften. Ah, ist das eine... Perfekt. Noch eine. Die sehen also so aus, muss ich mir merken. Die haben ein Siegel drumherum. Okay. Obwohl das, wenn man ein Seil hätte, ein guter Fluchtweg wäre. Man muss nur aufpassen, wo man hintritt. Okay, eine schwere Truhe. Da bin ich gespannt. Was ist da drin? Was könnte so eine schwere Truhe hier bedeuten? Was haben wir denn da? Ein schöner Dolch. Wozu braucht ein Mönch eine Waffe? Wir müssen mal schauen, wer denn hier schläft. Das wäre interessant. Okay, dann waren wir hier schon. Ja, dann weg hier. Okay, ist noch ein Mönch, kein Zirkator. Da dürfen wir nicht raus, das ist gefährlich. Okay, hier dürfen wir. Wie spät ist es? 11 Uhr. Wenn wir schnell sind, können wir nach dem Prior suchen. Die Frage ist, wo befindet er sich? Das ist ein Zirkator, glaube ich. Okay, wenn wir schnell sind. Da ist nix. Gefährlich. Ich glaube, hier oben war ich noch nicht. Danke für die Kerze. Komm schon, komm schon. Ist nix. Ja, nach oben. Hier ist schön hell. Oh, die Bibliothek. Da dürfen wir noch nicht rein. Das nehme ich gerne mit. Fackel brauche ich sowieso in der Nacht. Vielleicht kriegen wir das alles am Tag hin. Okay, das ist der Ausgang. Oh, Buchseite.
Zerfälscher und 5 Stück. Mag die Malereien da oben. Noch eine Fackel. Nicht. Ich frage mich, wo der Prior sein Zimmer hat. Ich meine, wir waren, als wir vorher mal eingebrochen sind, mal aus Versehen dort. Aber wie man jetzt dorthin kommt, das sehen wir dann. Ich nehme alle Fackeln mit, die ich finde. Wenn ich eine Buchseite wäre, dann hätte ich mich hier versteckt. Boah, ist das dunkel. Ich mach mal eine Fackel an. Ich meine, bei mir ist es, glaube ich, noch dunkler als bei euch. Warum auch immer. Ich glaube, das war früher nicht so. Jetzt ist es irgendwie so passiert. Ich sollte auch mal da reinschauen. Vielleicht ist die Buchseite ja hier. Nö. Okay, der ist weg. Jetzt bin ich schon wieder hier. Nee, da auch nicht. Wo geht der Prior hin? Super, ich muss mich bei Bruder Cyrilios melden. Dann machen wir das mal. Ich glaube, das war irgendwo oben. Hier darf ich nicht. Da darf ich nicht. Bruder. Oben. Ja, hier bin ich richtig. Gut, Cyrilios. Ja. Was möchtest du? Ich wäre dann hier. Wunderbar, ich habe dich erwartet. So schreibe ich erneut. Und beginne zu kopieren. Okay, das fängt mit Nonem an. Nonem tufen tute pias ad exadias et suam eternam nunciam nidi tribunas. Israel? Ich glaube nicht, dass da Israel drin steht. Nun et gladuncipities in manibus eorum. Eus filius. Das könnte diesmal sein. Eus filis Israel populo ad propin quanti sibi. So, diesmal müsste der glücklich sein. Und ich sag's immer wieder, was für ein riesiges Buch dort. Fast so groß wie das Buch der Mineralien, das ich bei mir habe. Noch einen Kuss drauf und dann abgeben. So. Junge, was hast du getan? Das ist ein Desaster.
Ruf verbessert. Ich habe mein Bestes gegeben. Also, wie viel Zeit haben wir? Zierdolch. Bloßer Alltag. Es ist gerade 12.30 Uhr. Bis 16 Uhr. Wir haben sehr viel Zeit. Wir müssen das Zimmer von Prior finden. Jetzt bin ich schon wieder hier. Okay, ist nur der Kellerer. Uff. Wir müssen dann mal dem Prior folgen, wo er dann schlafen geht. Vielleicht ist es ja diese Tür. Nee, das ist eigentlich die Dingens. Ja, da geht's raus. Diese Novizen, ich würde ihnen die Löffel langziehen. Was haben sie dir diesmal getan, Bruder? Sie vernachlässigen ihre Pflichten. Wir, die Superioren, müssen ihnen nachjagen und beenden, was sie angefangen haben. Musstest du wieder an jemandes Stelle Unkraut jäten? Ja, schon wieder. Mir reicht es. Eieiei, was für Leiden die hier haben. Mit denen möchte man nicht tauschen. Der Bruder Kellerer und ein Mönch. Die haben mir nichts zu sagen. Es stimmt, Zirkatoren sollten einen Stock haben. Jetzt bin ich wieder in der Werkstatt. Vielleicht doch hier hoch. Dann durch die Bibliothek. Durch die Tür. Wir sind drin. Okay, irgendwo muss hier der... Ich glaube, hier sind die oberen, vielleicht auch die Zirkatoren. Aber hier muss auch irgendwo der Prior sein. Und ich weiß gerade nicht, wo der sich hier rumtreibt. Wenn er sein Zimmer ist, habe ich ein Problem. Sehr viele Fackeln. Sehr gut. Okay, abgeschlossen. Gutes Zeichen. Da ist er. Jetzt ganz leise. Schatzkarte. Danke. Und noch eine Buchseite. Okay, da habe ich schon alles mal mitgenommen, als ich hier war. Es ist wirklich der Prior. Soll ich ihn bestehlen? Wir sind ganz gut, wir schaffen das. Okay. Ja.
war das? Ja, ich versteck mich hier. Jetzt müssen die singen, ich hör doch nix. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, da ist er wieder. Ich könnte ihn auch umhauen. Ich meine, wer sollte es merken? Keiner weiß es. Ronald McDonald, mir geht's gerade ganz gut. Gerade in dem Moment fragen. Oh Gott, seine Augen sind offen. Er ist aber nicht tot. Es tut mir leid, ich muss das machen. So, ich brauche Informationen. Was haben wir denn da? Hier ist es. Das Buch mit den Berichten über die Novizen. Interessant. Aber ich weiß immer noch nicht, wer Pius ist. Ach du Scheiße. Okay, wir müssen es versuchen. Konstantin, der jüngste Sohn des glorreichen Herrn Smilflaschka, Baron von Paradubitz. Sein Glaube ist schwach. Beinahe nicht vorhanden. Sein Vater spendete dem Kloster im Gegenzug für die Aufnahme seines Sohns eine großzügige Geldsumme. Folglich wurde er trotz vieler Bedenken wegen seines Charakters und seines für das Klosterleben unangebrachten Temperaments aufgenommen. Bei seinem Eintritt spendete Herr Flaschka von Paradubitz, der Jüngere, dem Kloster eine weitere beträchtliche Summe. Lasst uns demnach zumindest zu Beginn ein wenig Nachsicht bei seinen Verfehlungen üben. Konstantin braucht Arbeit, die ihm Disziplin lehrt, und er muss zum Christusglaube geführt werden. Außerdem müssen wir ihn vom Klosterkeller fernhalten. Die anderen schaffe ich nicht. Oh Gott. Erstes Mal, dass ich spiele? Nö. Aber ich habe einiges vergessen. Und... oh Gott. Bin schon in manche Fallen reingetappt. Aber grob weiß ich, was passiert. Auch. Ich meine, wo bin ich das letzte Mal in eine Falle reingetappt? Friede sei mit dir, Bruder. Danke, Bruder. Hast du noch eine Aufgabe für mich? Was gibt es, Bruder? Ist in Ordnung. Ich bin schon ein paar Fallen reingetappt und hab leider ein paar Quests dann nicht machen können oder hab leider einen Weg gewählt, der weniger schön war. Okay, dann warte ich hier bis 16 Uhr, dann essen wir sowieso wieder mit den Leuten. Gut. Ich hab Hunger. So. Ah, nee, erstmal das Abendgebet. Da könnte ich noch in der Werkstatt vorbeischauen. Ich schau mal kurz in der Werkstatt vorbei. Ja. Kein Zirkator, also kein Problem. Ja, mit dem Buch. Schön. Öffnen wir mal. Was ist da drin? Und Cutie Panda, guten Abend. Willkommen hier im Kloster, in der wir unser Leib
unser Herz und unsere Gedanken Gott opfern,